So, herzlich willkommen, Freunde der Sonne. Mein Name ist Kaya, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Star Wars, The Old Republic. So, mein ursprünglicher Plan war ja eigentlich, dass ich gestern schon ein Gameplay aufnehmen wollte, aber wie es der Zufall wollte, wurde gestern leider die Starforge, also der Server Starforge, auf dem ich diese zwei Charaktere habe, ja, hat ein Update bekommen oder ein Patch. Dementsprechend war der Server down und deswegen konnte ich leider erst heute mein nächstes Gameplay aufnehmen, aber hey, nicht lange rumlabern, Taten sprechen lassen. Schauen wir, was Jedha HB heute so zustößt, was sie an nutzlosen NPCs kennenlernt und so weiter und so fort. Ich habe jetzt eben gerade das Spiel nochmal angefangen. Was heißt angefangen? Ich habe das Spiel jetzt eben gerade gestartet und war noch auf der Imperial Fleet gewesen und habe mich mal noch so ein bisschen mit diesen ganzen Sidequests so ein bisschen beschäftigt. Und ich habe so eine Heroic Quest angenommen und dementsprechend bin ich jetzt nochmal kurz zurück nach Korriban gereist, weil ich jetzt wissen will, ob ich jetzt endlich stabil genug bin und diese Quest alleine beenden kann. So, sollte nicht lange dauern. Ich will nur kurz abchecken, ob ich den Scheiß jetzt hier alleine geschissen bekomme oder ob ich immer noch zu weak dafür bin. Wir werden es sehen. So, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an einen meiner Zuschauer, der mich in den Kommentaren darauf hingewiesen hat, dass die Sorcerer-Class, die ich benutze, für Fernkampf ausgelegt ist. Und nicht... Find the machine and fuel it with blood. I beg of you. Ja, ja, okay. Dass die Sorcerer-Class, mit der ich gerade zocke, auf Fernkampf ausgelegt ist und nicht, um sinnlos mit dem Lichtschwert drauf zu prügeln. Das Lichtschwert ist im Prinzip, wenn ich den Kollege in den Kommentaren richtig verstanden habe, ist das Lichtschwert im Prinzip nur Deko. Ja, also ich glaube aber, für diesen Planeten hier bin ich jetzt mittlerweile schon viel zu krass overpowered. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich habe jetzt... Ich habe gestern, kurz bevor die Server abgeschaltet wurden, habe ich noch kurz diese Sidequest gemacht, wo man diesen sogenannten General killen muss. Das habe ich noch gemacht. Und bevor ich den General gekillt habe, musste ich noch eine Jedi-Padawan um die Ecke bringen. Und von der habe ich mir ein neues Lichtschwert gesnatcht. Also von daher, nice. Ich will jetzt einfach nur kurz den Test machen, ob ich mittlerweile für diese Heroic Mission, ob ich für die mittlerweile stark genug bin, ob ich die auch alleine hinkriege oder ob ich immer noch hart auf den Sack kriege. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich habe auf jeden Fall ein neues Lichtschwert. Ja, es ist nicht mehr rot, es ist gelb, aber auch okay. Ich muss nur den Color Crystal. Okay, das war hier gewesen. Jetzt kommen erstmal hardcore viele Gegner hier aus diesen... Ich guck mal, ob ich es schaffe. Okay, here goes nothing. So. Schauen wir mal, ob wir es hinkriegen oder nicht. Meine Vermutung sagt mir, dass ich hart auf den Sack krieg jetzt, ey. Aber hey, abwarten. Naja, gut, nicht wirklich. Nee, nicht wirklich. Also nicht wirklich im Sinne von, nicht wirklich, dass ich das nicht geschissen kriege im Alleingang hier. Ja, aber hey, noch ist nichts gewonnen, ey. Abwarten, noch ist nichts gewonnen. Ja, und wie gesagt, da mich der Kollege darauf hingewiesen hat... Oh, sweet, Level 19. Da mich der Kollege korrekterweise darauf hingewiesen hat, dass die, oh shit, dass die Sorcerer-Class eigentlich im Prinzip auf einzig und allein Fernkampf ausgelegt ist, werde ich das jetzt auch so machen, dass ich mich nur noch auf Fernkampf spezialisiere. Außer wenn das Vieh halt direkt vor meiner Fresse steht, werde ich natürlich ein bisschen draufschlagen, ist ganz klar. Ja, okay, ich kann die Scheiße mittlerweile ganz easy alleine machen. Ganz easy peasy, ey.
Ja, aber hier gibt's halt wirklich nichts mehr, was ich irgendwie noch gebrauchen könnte. Also so von den Items her. Okay, ich kann die Scheiße mittlerweile alleine machen, alles klar. Okay, das war übelst easy. Okay, gut. Also, das bedeutet, dass wir jetzt noch das hier erledigen. Armed and Dangerous, das werden wir noch erledigen. Und dann machen wir uns auf den Weg nach, wie hieß es? Drummond Cass? Irgendwas. Keine Ahnung, wie die auf diese Planetennamen kommen, ey. Ich bin mir ziemlich sicher, die Leute bei, LucasArts? Oder was ist das hier? Ich bin mir ziemlich sicher, die Developer haben auch so ein Randomizer-Tool, wo sie einfach auf Randomize klicken und dann wird die AI ihnen irgendeinen beschissenen Namen vorschlagen und die denken sich dann einfach, ey, das hört sich gut an, das hört sich voll Star Wars-y an. So nennen wir den Planeten. Gut. Also wie gesagt, ich möchte mich an dieser Stelle nochmal recht herzlich an den Kollegen bedanken, der sich die Zeit genommen hat und mir in die Kommentare geschrieben hat, dass ich so behindert bin und halt eben eine Sorcerer-Class gewählt habe, die halt nicht darauf ausgelegt ist für Nahkampf, ne? Ganz klar. Ja gut, also wie gesagt, ich bin absolut nicht in MMORPGs integriert gewesen. World of Warcraft zum Beispiel habe ich nie gezockt. Hat mir einfach nicht gefallen, fand ich. Die Grafik hat mich nicht gebockt und alles hat mich nicht gebockt. Aber das hier ist halt einfach, das hier ist halt Star Wars. Also von daher ist halt einfach nice. Und dementsprechend, ja. Aber jetzt weiß ich ja Bescheid. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, ich hatte irgendwo in irgendeinem Fenster oder in irgendeinem Menü gesehen, dass man später noch eine zweite Klasse auswählen kann. Und wenn ich diesmal schlau bin, wähle ich vielleicht auch eine Nahkampfklasse aus. Ich habe keine Ahnung. Aber gestern war halt natürlich wieder der Hit, ey. Ich wollte ein bisschen Old Republic zocken. Und was ist genau der verschissene Server, wo ich meine zwei Charaktere drauf angelegt habe? Genau der geht natürlich down, ey. Starforge. Naja. Wie soll's auch sein? So, ich hoffe, ihr alle seid soweit gut in die neue Woche gestartet. Ach ja, okay, die Scheiße hier. Da habe ich letztes Mal habe ich hier Hilfe gebraucht. Mal gucken, ob ich die Scheiße jetzt alleine hinkriege, ey. Okay, die sind immer noch ziemlich krass, Alter, diese Mind-Control-Ruinen, ey. Die sind immer noch ziemlich krass. Also, Vorsicht ist geboten. Ich guck mal, ob ich vielleicht mit dem Lichtschwert, ob es für mich. Also die machen jetzt nicht so viel Schaden, diese scheiß Druiden, aber die haben halt einfach krasse Rüstung. Ah, das sind doch gar keine Druiden, das sind ja Trooper. Okay, dann fick dich, scheiß Trooper. Egal, gibt XP und im besten Fall gibt es vielleicht auch noch ein paar fresher Items. Wer weiß, ey, wer weiß. Ey, geil, ich hab neue Dings gelernt, ey. Nice! Ich hab neue Scheiße gelernt, Mann. Okay, muss ich dann erstmal, wenn ich die Dudes hier gekillt habe, muss ich erstmal lesen, was die neue Scheiße hier soll, ey. Also ich merke definitiv, dass ich für diesen Planeten jetzt schon absolut overpowered bin. Absolut fucking overpowered, ey. So, was ist das hier alles? Okay, Recklessness. Grants 2 Charges of Recklessness. Recklessness! Was ist das, Jolt? Interrupts the target's current action and prevents that... Oh, das ist stark. Das ist stark. Stark, 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 stark. Okay. So, kennen wir noch die Dudes? Vielleicht killen wir die Dudes. Oh, es könnte aber vielleicht auch sein, dass wir hart auf den Sack kriegen. Ey,
wird sich noch rausstellen. Also so wie es aussieht, werden wir hier wahrscheinlich jetzt drauf gehen. Oh ja, ich glaube, wir gehen hier drauf. Ich weiß es nicht. Oh scheiße, ich werde gerade richtig in den Arsch gepimpelt. Ach du Scheiße, ey. Okay, scheiße. Oh scheiße, richtig übermannt worden, ey. Ja, okay. Okay, also, ja. Also hier will ich jetzt nicht unbedingt reviven. Alter, okay, komm. Was soll der Geiz? Werden wir gerade nochmal übermannt, ey. Aber wir rennen jetzt erstmal. Okay, ich bin dafür noch zu schwach. Ich kann die Scheiße nicht alleine machen. Geht nicht. Okay, ich gehe schon. Alles klar, ich gehe schon. Aber ich nehme mir die Scheiße hier noch mit, ey. Leveln die Gegner mit einem mit? Ach du Scheiße, richtig krass übermannt worden, ey. Oh Junge. Also der Dude da oben ist ein bisschen zu hart, ey. Ich probier's jetzt nochmal. Wenn's nicht klappt, klappt's nicht, ey. Pech gehabt. Wo ist meine Maus? Da. Ich probiere es jetzt einfach nochmal. Naja, obwohl, so krass ist er jetzt nicht, ey. Es lag jetzt wahrscheinlich einfach nur daran, weil ich halt von 300 Typen auf einmal übermannt wurde. Ach, okay, der ist doch voll Piss einfach, der Typ, Mann. Ja, hier, tschüss, sterb. Gib mir nice'n Loot. Okay, Aha. Okay. Stark. Cool. Okay, erledigt. I did that. Ich war das, okay? Mir hat diesmal keiner geholfen. Das letzte Mal habe ich einen Dude gebraucht, der mir dabei geholfen hat, ey. Ja, okay, ich wurde eben gerade nur so krass übermannt, weil halt eben noch 600 Druiden auf mich zugekommen sind. Aber jetzt hab's gerissen, Alter. Pro Gaming, Alter. Ist mir egal. Erzählt, was ihr wollt. Pro Gaming. Nicht so Pro Gaming, aber ein bisschen Pro Gaming. Ja, einfach nur die Tatsache, dass ich, glaube ich, mittlerweile viel zu krass overpowered bin für diesen Planeten. Ich meine, ich bin auf Level 19. Ich werde gerade runtergelevelt auf 10. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, was diese ganzen Abilities hier sollen, aber hey. Das Leben besteht aus stetigem Lernen und dementsprechend lernen wir halt eben. Ja, okay, gut, ich habe hier alles erledigt. Ich gehe jetzt und fliege jetzt wieder zurück zur imperialen Flotte und von da aus machen wir uns auf den Weg nach, was? Drummond Cass? Okay, was geht bei dir? Ach, du siehst Legendary Player. Okay, also der wird definitiv keine Hilfe von mir brauchen, ey. Der wird wahrscheinlich schon mehr Stunden in das Spiel gesteckt haben, als ich auf der Toilette gesessen habe. Von daher, ja. So. Ich habe aber bis jetzt leider noch kein Feedback von euch Leuten bekommen. Also von euch, meinen wundervollen Zusehern. Was zockt ihr denn so für eine Klasse? Und wenn ihr Jedi oder Sith-Klasse zockt, was für eine Farbe hat euer Lichtschwert? Ja. Ich meine, es ist ja irgendwie so ein ungeschriebenes Gesetz, dass Sith immer rot sein müssen. Also die Lichtschwerter zumindest. Wobei Darth Revan auch ein lilanes Lichtschwert hatte, ne? Also wollen wir das jetzt mal nicht außer Acht lassen. Ja. Also diesmal bin ich auf jeden Fall so schlau und habe in meinem OBS den Hotkey zum Recorden, zum Anfang der Aufnahme und zum Ende der Aufnahme war ich wenigstens so schlau und habe den Hotkey nicht auf Spacebar gelegt, ey. Das war wieder so eine richtige Dulli-Aktion von mir, ey. So schlau war ich diesmal zumindestens, ey. Ja, okay, Mann, das ist alles Pipi-Scheiße einfach hier, ey. Alles pipi einfach jetzt hier. Ich will auch so einen scheiß Mount haben. Hat zwar nicht so ein hässliches Vieh, aber irgendwas anderes.
So, okay. Wir machen uns jetzt wieder auf den Weg zurück. Nee, komm, ich scheiß jetzt hier auf die Gegner. Die sind mir zu billow. Ja, gut, okay. Ich scheiß nicht auf euch. Hä? Was jetzt los? Hallo? Ja, das gelbe Lichtschwert hat schon irgendwie was, aber irgendwie ist Rot halt mehr Sith, ne? Ja, okay, wir fliegen jetzt direkt zurück zur Imperialen Flotte und dann geht's von der Imperialen Flotte aus direkt nach Dromund Cass. Damit wir jetzt hier mal weiterkommen in dem Laden, ey. Ich hätte halt, wie gesagt, gestern schon sehr gerne gezockt, aber gestern wurde die Starforge mit einem neuen Update oder mit einem neuen Patch versehen. Noch nichts, mir ist noch nichts aufgefallen, was jetzt hier neu sein soll, keine Ahnung. Dafür zocke ich das Spiel noch nicht zu lange. Was ist eigentlich das maximale Level, was man in diesem Game erreichen kann? Ah, my old friend. Do forgive me. I'm quite busy with my research. Was ist das maximale Level, was man in diesem Spiel erreichen kann? Ich meine, bei World of Warcraft ging es nur bis, keine Ahnung, 50, 60? Weiß es nicht, keine Ahnung, 45? Weiß ich jetzt gar nicht, aber was ist denn das maximale Level, was man mit einem Charakter in diesem Spiel erreichen kann? Das würde mich definitiv mal interessieren. Ich bin jetzt schon Level 19. Es hört sich jetzt an, als ob ich voll krass wäre. Also im Prinzip nicht, aber nee, ich wollte eigentlich mit dem. Aber mit dem kann ich nicht reden. Okay. Oh shit. Ufbase. So. So, imperiale Flotte. So, dann skippen wir das mal ganz kurz. Skip, 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 skip. So. Und dann. Also bevor ich jetzt hier weiter am Rumeiern bin und einen Quest nach dem anderen annehme, werde ich jetzt erstmal straight hier Main Quest machen. So, let's go. Main Level. Aber jetzt gar nicht lang rumfacken hier, sondern einfach direkt da oben hin und Schluss aus. Wir gehen jetzt in die Mitte und von da. Weil hier geht halt übelst. Ist das sowas wie der Hub quasi? Ich glaube, das hier ist sowas wie der Hub, würde ich sagen. Also ich glaube, Hub ist ein MMORPG-Slang, also Fachbegriff. Hub, ich glaube schon. So. Yes, please. Ja. Dromund Cass Departures. So, was ist das hier? Veteran. The Black. Moment. Was ist das hier? Habe ich das nicht schon mal gemacht? Oh ne, ich glaube, mit diesem Heslon habe ich bisher noch nicht geredet. Normally takes several days. Glad to hear it. Nane kari maraka amkam. Ja uklibik. Me marakneba. Karahika. Ich finde, Start Story Mode. Start Veteran Mode. Keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung. Was weiß ich, was Story Mode ist, was weiß ich, was Veteran Mode ist, keine Ahnung. Wird schon stimmen, was ich jetzt geklickt habe, keine Ahnung. So, ja. Okay. So, hier ist das Shuttle und auf geht's los. Okay, die Cutscene kenne ich noch nicht. Dementsprechend lasse ich die Cutscene jetzt mal kurz laufen. Ja, tolle Cutscene. Tolle Loading Screen. Dromund Cass. A group leader can reset their active phase from their portrait. Blah. Okay, was geht hier ab? Miau, so ein Ding will ich auch haben. Du Wainsen, Alter, so ein Ding will ich auch haben. Da. Okay. Okay, also blau sind alles
Blau sind alles andere Spieler, das ist klar. Grün sind NPCs. So, was ist hier los? Customs Droid, Droid. Druiden. Das ist so WoW, was du da machst. Den hier, das ist so WoW, Alter. Wo laufe ich eigentlich hin? Ich muss doch hier hin. Mit wem muss ich hier reden? Wer will hier mit mir reden? Du? Nee. Du? Hä? Computer! Genau. Aha. Das sind bestimmt Bounty Hunter, ey. Oh. Quiet, bodyguard. Save your hissing for your own kind. As for you, slave, Darth Scotia is passing. Best get out of his way. Darth Scotia can wait. You're making a huge mistake, filth. Give your master a message for me. My eye is on her, and I know. Tell her that. I know what she's trying to do here on Dromund Kaas. You and your master have no future on Dromund Kaas or in the Sith Order. Tell her that. Now, get out of my way. What do you think? Can you eat him? Jarni Bradais, uns in Freistubna. Fools. Okay, der sieht schon böse aus, der Typ, ne? Ich meine, dem seine zwei Gecko-Kollegen sehen total lustig aus, aber er hat schon so einen gewissen Robocop-Cyborg-Vibe, ey, auf jeden Fall, ey, auf jeden Fall. Ich glaube, wir werden ihn auch nicht das letzte Mal gesehen haben, bin ich mir äußerst sicher, ey, so sicher wie das Arm in der Kirche, ey. Wir werden ihn sicherlich nicht das letzte Mal gesehen haben, bin ich mir äußerst sicher. Spaceport! Ich bin gespannt, wie der Planet aussieht, ja. Korriban sah ja scheiße aus. Korriban ist ja so eine richtig tote Steppe einfach nur. So, was geht hier? Sith Inquisitor Hangar. Warrior Hangar. Okay, das ist eigentlich auch schon ziemlich cool, dass das hier so klassenmäßig unterteilt ist. Also ich als Inquisitor kann wahrscheinlich in dem Warrior Hangar oder in dem Bounty Hunter... Booty Hunter. In dem Bounty Hunter Hangar kann ich wahrscheinlich nichts drin anfangen. Also würde meine minder bemittelte Intuition mir jetzt einfach so sagen. Aber wir sind schon auf dem Planeten, ne? So, was haben wir hier? Armor-Wender, Weapons-Wender. Okay, ich dränge mich einfach mal vor. You won't find a better bargain. Vipro Sword. Oh, die Vipro Swords, die kenne ich noch von Knights of the Old Republic. Oh, du verkaufst auch Lichtschwerter, okay. Aber meins ist um Klassen besser, Mann. Warte mal. Das hat einen gelben Kristall, okay. Yellow. Orange. Orange. Okay. Kann ich eigentlich auch. This contains a random offhand item. Does not include dual wield weapons. Lockbox, okay. Kann ich eigentlich auch Kristalle kaufen oder finde ich die nur? Come back anytime. Bin mir ziemlich sicher, entweder finde ich sie oder ich kann sie kaufen. Ich weiß es nicht. Was geht hier? Speeder Pilot Trainer. Speeder Vendor. Oh, Speeder. Able to ride speeder bikes, move on speeder. Ja, machen wir jetzt einfach drauf geschissen. Keine Ahnung, ich habe genug Monedos. Kosten aber wahrscheinlich. Ach du Scheiße. Okay, das kostet gar nicht mal so viel, aber es hat wahrscheinlich richtig schmudes Ding, ey. Ach, das kostet 3 Millionen, Alter.
Okay, da gibt's schon geile Speeder, ey. Das ist auch sowas wie Mounts quasi, oder? Okay, das ist halt geil. Schnellere vor 10 Melonen, ey. Naja, okay. Ja, bis später, würde ich sagen. Okay, wie sieht der Planet aus? Hm, hat was. Gefällt mir. Gefällt mir. Okay, was ist hier? Ah, okay. Defeat this dude. Recover thermal detonators. Ah. Draw out and defeat cracked. Mandalorianer. Oh, das weiß ich jetzt nicht unbedingt. Recover the explosive. Soll ich einfach mal alle annehmen oder wie ist das? Reset in 18 Stunden. Ah, morgen. Morgen, nur nicht heute, sagen nur die faulen Leute. In Klammern, ich. Ah. Was geht hier noch so? Imperial Transport. Ah, okay, alles klar. So, das ist die neue Overworld, wie ich das sehe. Okay, verstehe. Und mit dir rede ich jetzt mal. I'm Commander Ryland, my lord. I apologize for my abruptness, but I'm afraid I must request assistance with an emergency. Mm-hmm. Something is stirring up the jungle beasts, which makes the route between here and Cast City. Jungle beasts? Several individuals traveling on foot have disappeared. Sie wurden gegessen. Beasts attacking speeders. Sounds like you need some help. Given the circumstances, I believe someone of your abilities is precisely what's needed. Aber hallo. I dispatched two commando teams into the jungle to clear out the beasts, but they never returned. An emergency holo message came through from one of the team leaders. I'll play it for you. Repeat. Landing beacons are emitting some kind of energy. Power surges are driving the beasts mad. Can't get close enough to reroute power. Lost my team. Beasts closing in. Need reinforced. itchy, tasty, scratchy, scratchy. There's no mystery here, Commander. Destroy the landing beacons. I can't do that. Without proper guidance, approaching starships can easily stray off course and crash into the jungle. I hesitate to ask, my lord, but if you reroute power on those landing beacons, the Empire will be most grateful. I'll track your progress from here. Mm-hmm. Return when you're done. Good luck. Ja, ja. Jungle predators are fierce. Sag doch gleich, mach die Scheiße, ey, und ich bleib einfach hier chillen. Okay. So, was ist hier? Was? Rewire. Okay. Wo sind die Dinger? Sind das die hier? Die Teile, die da vorne stehen? Das hier sind... Ja, das ist doch. Aber hier kommen wahrscheinlich Gegners, 100 Pro. Bin mir sehr sicher, hier kommen Gegners. Okay, das war jetzt kein großer Act. Aber ich kann es mir nicht erzählen, die sind doch bestimmt irgendwo, ihr sind doch Gegners, oder? 100 Pro. 100 Pro sind hier Gegners. Nee, wir machen jetzt erstmal das, was wir machen sollen. Bin mir äußerst sicher, dass ich gerade voll falsch laufe. Man muss eigentlich immer nur... Ah, da oben ist einer. Okay, alles klar. Man muss eigentlich immer nur dem Pfad folgen und nicht irgendwo quer durch die Walachei laufen. Ey, das ist ein AT-AT-Walker. Ist das nice? AT-AT-AT-ST? Keine Ahnung. Ich hab diesen Scheiß... Ah, da ist er doch. Okay, ich hab ein unsichtbares Lichtschwert gerade in der Hand. Läuft. Patch funktioniert wunderbar. Okay. Auch Billo. Und jetzt, wenn ich den dritten aktiviere, werde ich wahrscheinlich richtig... krass geprankt und es kommen 6 Millionen Gegner auf mich zu. Aha, da haben wir doch schon Gegners. Vinecat Pack Runner. Oh, okay. Naja, wenn es sonst nichts ist. Aber diese Viecher haben wahrscheinlich auch eine Mom. So, das war richtig Billo. Okay. Sind die Viecher krasser? Slothful Sleen. Oh. Werden wir gleich sehen. Aber ich werde immer noch runtergestuft von Level 19 auf Level 17. Also heißt, ich bin für diesen Planeten auch schon overpowered. Okay. Jungle, kill jungle predators. Okay. Machen wir das. Predator. To catch a predator. I'm Chris Hansen. Okay, was war das jetzt? Wie? Elektro wirkt nicht oder was? Aber hallo, wirkt Elektro. Oh, das Vieh sieht böse aus, ey. Aber
kann gar nichts. Kann gar nichts. Siehst krasser aus, als du bist, Kollege. Nee, ich will... Oh, 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 da ist... Oh, 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 Lifetaker. Okay, wenn das Vieh schon Lifetaker heißt, ich bin mir unsicher. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, die Sorcerer-Class ist für Fernkampf gedacht, aber es macht einfach mir persönlich zu viel Spaß, mit meinem Lichtschwert drauf zu bashen. Es macht's halt wirklich, tut mir leid. So, sweet. Sollen wir mal gucken, die haben doch keine Monedos dabei, ey. Hör doch auf, Kaya, hör doch auf. Aha, wieso, warum? Ich wollte das machen. Wichser, Julie Karl. Radikal, Julie Karl. So, okay, gehen wir erstmal zurück und snitchen uns unsere XP. So, was geht hier? Travel to Cass City. Okay, ich mag den Background. Gefällt mir, gefällt mir. Sieht ein bisschen nach New York aus. Nee, scheiß auf euch Viechers, ey. Show mir jetzt meine XP für meine erste Billow-Mission. Und dann schauen wir mal, was wir uns noch so für Sidequests anlachen können. Also der Planet, so rein vom Optischen her, gefällt mir der Planet definitiv besser als Korriban, weil Korriban war halt einfach nur eine Wüste. Einfach nur eine Wüste. So, Commander Ritze. Welcome back, my lord. Sensors indicate you Ich feiere es, dass mich jeder jetzt my lord nennt. Analysis indicates they were deliberately sabotaged to drive the jungle beasts insane. I am transmitting a full report to Cast City. Please accept this and my deepest gratitude, my lord. I bid you good day. So. Gut, wir marschieren jetzt einfach mal weiter zum nächsten Outpost. Und dann schauen wir mal. Gibt's hier noch irgendwelche Sidequests? Okay, was ist hier noch? Nee, so wie es aussieht. So wie es aussieht, nee. Nee, nee. Wo laufen wir jetzt lang? Laufen wir jetzt hier lang? Da geht's nirgendwo hin. Also geht's hier lang. Alles klar. Nee, ich werde jetzt definitiv nicht jeden von diesen Schmuh-Gegnern hier platt machen, ey. Obwohl, komm. Nur einmal, weil es so schön ist. So, manchmal kann ich nicht angreifen. Komisch. Strange. Ja, ja, okay, okay. Was ist hier? Status Report. Okay, hier unten ist jemand, der Status Report heißt. Wahrscheinlich du. A guard post in the jungle. Keeping something out or in? Out, my lord. When the speeders were pulled off the line, people started braving the deeper jungle. Trying to make it to Cass City on foot. Cass. Had a few deaths, some of them VIPs. Captain Tolto sent us to keep people out and poke around a bit, see what's out there. I'm dying of suspense. Really. We managed to take some data readings, even some hollows. Big nasty critters out there, nothing to mess with. Our runner, unfortunately, Der Helm sieht halt einfach aus, als hätte er so eine Mülltonne auf dem Kopf. Spaceport. Could you give the observation disc to Captain Tolto? I suppose I have the time. Appreciate it. The sooner he knows what's going on, the sooner we can warn people. Also ich hatte mir ja ursprünglich vorgenommen, zu jedem ein Arschloch zu sein, aber ich glaube, das geht nicht so einfach. Man muss ja irgendwie noch versuchen. Oh, hier leuchtet's grün. Grün? Irgendwas Stabiles? Common Mad Pack, das nehme ich mir mit. Was wollte ich jetzt sagen? Also ich hatte mir ursprünglich vorgenommen, wie sie alle jetzt schon ihre Monedos für irgendwelche Billow-Speeder rausgeschmissen haben. Aber ich bin am Sparen, Leute. Ich bin am Sparen.
Erst wenn ich mir einen Glider dreimal leisten kann, dann kaufe ich ihn mir. Klammer auf, Contra K, Klammer zu. Mit wem soll ich reden? Ah, hier. Okay. I have a report for you, Captain. It seems there are monsters in the jungle. Thank you, my lord. You do us all a great honor by taking notice of our problems. This is what I needed. I'll start moving to warn everyone off that path until we can get some full cleanup squads. Okay, also das sind jetzt so die typischen Laufbooten-Quests, die wir hier machen, aber ich bin mir ziemlich sicher, wir werden noch harte Gegner auf diesem Planeten zu bekämpfen haben. Definitiv. Wie viel Monados habe ich eigentlich? 17.000. Das Problem ist halt eben, so ganz kurz, wenn wir kurz hier rüber, hier gibt es diese Abteilung, die nennt sich Combat Styles. Und da ist jetzt Sorcerer und unten drunter, you must complete your Act 3 Story Mission before you are able to select a second Combat Style. Das ist halt nice. Kann ich dann zwischen dem einen und dem anderen hin und her switchen oder werden beide miteinander kombiniert? Weil dann werde ich mir auf jeden Fall noch eine Nahkampfklasse zulegen. Zum Draufkloppen. Weil wie gesagt, korrekterweise hat mich einer meiner Zuschauer darauf hingewiesen, dass das Lichtschwert bei der Sorcerer-Class eigentlich nur Deko ist. Nee, nicht wirklich. So, okay. Was geht hier? Aha. Oh, da sind, glaube ich. Oh, da sind schwere Gegner. Da vorne sind schwere Gegner. Was ist da? Manchmal kann ich einfach nicht angreifen. Ich weiß nicht warum. Hat es was mit. Ich kann nicht angreifen, komischerweise. Okay, was sind das hier für Dudes? Mandalorian Trophy Hunter. Okay, sind die krass? Werden wir gleich rausfinden, ob die krass sind oder nicht. Ich meine, sind Mandalorianer. Mandalorianer sollten eigentlich krass sein, aber wir werden sehen. Scheißdreck seid ihr. Ja, okay, ein bisschen krass seid ihr schon. Ja, okay, die haben natürlich krasse Bewaffnung und so einen Scheiß, aber ey, ich hab Blitze. Ich hab Blitze, Mann! Naja, gut. Die Mandalorianer in Knights of the Old Republic, die wurden halt übelst krass dargestellt, so als die übelsten Überkämpfer. Aber hier, Pussies. Ja, okay, ich sollte nicht so smal aufreißen, ich verliere auch ganz schön Energie gerade, ey. Naja, komm, ein bisschen draufkloppen muss schon sein, ey. Okay, ihr habt aber auf jeden Fall Monedos dabei, ey. Das ist schön. Das ist gut. Das ist sehr gut. Okay, hier liegen Haufen tote Biester. Also so vom Optischen her gefällt mir dieser Planet. Was ist das? Gandark Alpha. Oh. Gandark Juggernaut. Also einige Attacken kann ich. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt ist Vieh tot, aber eben warst du noch am Start. Ey.
Mann! Ich wollte die XP. Aber da sind... Oh. Okay, Moment. Ja, oh, aua, aua. Ja, ja, würde ich auch sagen an einer Stelle. So. Cannot be targeted by static barrier, okay. Hm. Ich darf auch nicht vergessen, dass ich solche Stims einstecken habe. Ich glaube, die machen, die geben mir so einen kleinen Boost, was meine Stärke angeht. Und dementsprechend, die Gegner werden definitiv nicht leichter, je weiter ich im Spiel voranschreite. So, und den anderen klopf ich noch tot, ey. Den anderen klopf ich noch tot. Das ist ganz schön groß, diese Mandalorianer, ey. So, was haben wir denn hier? Cashmash. Ja, nehme ich. Ich muss Geld sparen. Ich muss Geld. Ich brauch Geld. Also ich glaube, diese Chain-Lightning-Attacke ist nur gut, wenn du mehrere Gegner auf einmal angreifen willst. So, weiter geht's. Ich bin froh, dass ich den Incredible Hulk dabei habe, ey, ohne Scheiß. Ich glaube, sonst hätte ich schon des Öfteren ins Gras gebissen, ey, definitiv. Ah, die Attacke, die magische, ey, die ist sweet, ey. Die Attacke ist definitiv sweet. Naja gut, ich hatte jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder, also wenn ich einen Charakter haben möchte, der halt einzig und allein auf Lichtschwertkampf spezialisiert ist, gibt es nur eine Möglichkeit, sich einen neuen Charakter anzulegen. Und da habe ich mir gedacht, nee, ich mach die ganze Scheiße nicht nochmal von vorne. Zumal ich halt auch einen Jedi hab, der auf Schwertkampf spezialisiert ist. Und dann... Nö, dann zocke ich halt als Sorcerer, dann ist es halt so. Dann muss ich mich halt eben mit Nahkampf, mit Fernkampf vertraut machen. Ist halt einfach so. So, was ist hier? Checkpoint? Sieht nach Checkpoint aus. Cran Blueberry. Mhm. Okay, ja, das ist Checkpoint-mäßig. Medical Droid. Was ist das? Heroic Mission. Twi'lek. Wonga. Aka noja choski, noja kochuso te mate chichoya. Ukili, baklunki na atabumpa, bushuda. A Sith fears no one. Aka noja choski, noja kochuso te mate chichoya. Ich glaub, der macht mich platt. Chubolo. Was hat denn der alle? Dyson-Staubsauger auf dem Rücken oder was? And what exactly is in it for me? Ni umpi putumala, but wanna nibochi chichupa gumba. Aha. Supuda nupajunki, faguta ji uta vukise. I've been looking for a reason to cause some chaos. Chiholukuta, chubu ikatsfu, undole. Bafupa giwanta humpa, muli rabamba wula. Ich glaub's auch. Was? Wo ist es jetzt? Introduction to Starfighter? Hier, Heroic. Draw out and defeat Crack. Defeat Crack's Mandalorians. Okay. Muss es sein? Er ist schon hier, oder was? Andere Richtung? Okay, ich glaube, ich sterbe jetzt gleich direkt. Okay, Leute, ich bin mir ziemlich sicher, wir rennen jetzt in unser direktes Verderben. Aber hey. Okay, du kannst Lichtschwertwurf, ja? Find ich cool. Wenn du das kannst, bedeutet das nämlich, dass ich das früher oder später auch kann.
Okay, ich würde sagen, da vorne hockt einer von diesen Chaps. Ne? Ich würde mal sagen, da vorne hockt einer von diesen Chaps. Ja, was jetzt? Ich wollte eigentlich Angriff, Angriff, Angriff. Ja, aber ich glaube, das sind nicht, das ist ein Mandalorian Beast Slayer. Das sind nicht Crax Mandalorians, oder? Oder? Oder etwa doch? Werden wir gleich sehen. Oh, doch, sind sie. Okay, alles klar. Also, wenn ihr schon so Billow seid, ey, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Crack zu viel stärker ist. Ich muss, glaube ich, auch ein bisschen mehr mit diesen Attacken hier arbeiten, ey. Es ist halt einfach so, dass ich mit meinen Elektroattacken den Gegnern definitiv mehr Energie abziehe als mit meinem Schmu-Lichtschwert. Ich habe mich so gefreut, endlich mal. Oh, da unten sind halt drei Stück. Das ist halt. Drei Stück auf einmal. Ich weiß ja nicht. Okay, er hat eben so eine Art Force Jump benutzt, wenn ich das richtig gesehen habe. Das heißt, ich kann das später auch. Sehr gut. Okay, ich glaube, ich muss runter. Ich hänge im Baum fest, Mann! Ja, du blöde Wichser. Ey, hast du jetzt alle gekillt und... Oh. Okay, dann kill ich jetzt aber die, du Wichser, ey. Da mache ich jetzt aber die platt, ey. Was ich mich jetzt aber frage, wenn ich die jetzt gerade am Angreifen bin, ja, und es kommt ein anderer Spieler hinzu, der die aber dann killt, krieg ich die Kills trotzdem? Also addieren sich die Kills dann auf mein Konto und auf mein Quest? Wäre ja Schmutz, Alter, wenn es nicht so wäre, ey. Ja, man merkt halt einfach, Lichtschwerter, ich meine, ich habe jetzt ein stärkeres Lichtschwert als vorher. So ist es ja jetzt nicht, aber man merkt halt einfach, dass ich mit Elektroattacken viel, viel, viel mehr Energie abziehen kann. Ah, Abdullah. Das ist Crack! Okay, wie ich sehe, sind gerade einige hier auf diesem Planeten, die diese Scheiße am Machen sind. Von daher, okay. Okay, ich muss noch, ich brauche noch einen Mandalorian, muss ich noch killen. Aber was mich gerade so ein bisschen stört, ist, dass ich Crack gekillt habe und irgendein Schmutz sich den Loot geschnappt hat. Egal. Ich mach die Kleingeldhure und nehm die Monedos mit. Gar kein Problem. Aber ich muss nur einen Mandalorian töten, Alter. Hat denn die jetzt schon wieder jemand anders gekillt, oder was? Mann, ey. Was steht denn da? Oder hab ich's erledigt? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich will aber eigentlich nur gesagt nochmal Crack töten, weil
Ich will wissen, ob es irgendwas an Loot da gibt, was ich mitnehmen kann. Aber ich glaube, ich hab's erledigt, oder? Ich glaube, ich hab's erledigt, oder? Ich weiß nicht, ob ich ihn alleine besiegen kann. Egal, wir hauen jetzt einfach drauf, Mann. Wir hauen jetzt einfach zu dritt drauf und Crack wird früher oder später am Arsch sein, ey. Was hat denn der? Der hat. Was schwirrt denn um den rum, Alter? Das heilt den, Alter. Was ein Schmutz, ey. Ja, okay, also ich denk mal, dass wir es geschafft haben. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Aber normalerweise müsste ich doch jetzt hier irgendwie angezeigt bekommen, dass. Oder? Moment. Ah. Ah, okay. Mhm. Okay, sweet. Level up. So, okidoki. Nicer Scheiß. So, ich würde sagen, wir rennen jetzt zurück zu unserem College, holen uns unsere XP ab und dann würde ich die Aufnahme für heute dann auch beenden, dass sie nicht zu lang wird, dass ich sie schnell auf YouTube hochladen kann. Also irgendwie sind diese Chaps hier so ein bisschen immun gegen meine Scheiße, meine Elektro-Kacke hier, ey. Okay, dann kriegst du das Lichtschwert ab, ey. Aber die haben gut Cash, die haben gut Cash dabei, die Chaps. Das ist nice. Kannst du mir nämlich ganz schnell entweder einen Speeder kaufen, oder Inventory Slots. Auch Sorcerer haben ihre Daseinsberechtigung. Okay, wo konnte ich mir jetzt... Wo war jetzt der Dude? Der war, glaube ich... Da drinnen, gell? Ja, da drinnen war der. Genau. Ich glaube, im nächsten Video werde ich wieder ein rotes Lichtschwert haben. Rot gefällt mir besser. Rot gefällt mir besser. Also dieses Lichtschwert, mit dem ich jetzt gerade kämpfe, das habe ich dieser Padawan-Chica, die den General beschützt hat, habe ich es abgenommen. Kurz bevor der Server down gegangen ist, da bin ich ehrlich gesagt noch ganz happy drüber gewesen. Aber ich muss da, glaube ich, einen roten Kristall reinballern. Und das Lichtschwert ist halt leider nicht modifizierbar. Ach, die haben nichts dabei, ey. Also wenn ich jetzt gucke, wie viele leere Slots hier noch sind, also da kann man auf jeden Fall noch gute Abilities zu lernen geben, Alter. Auf jeden Fall. So, wo ist jetzt der Typi? Du warst es, gell? Bin ich eigentlich gerade in der Mission? Eigentlich nicht. Nee, wir laufen jetzt noch nach Cass City. Nach Cass City. Aber hier ist doch... Moment, da ist doch Speeder, oder? Wir fliegen jetzt nach Cass City und dann mache ich für heute einen Cut. Okay, Mr. Druiden-Taxi-Man, ich möchte nach Cass City.
The Wall Spear. Okay, es ist groß. Es ist groß hier. Enjoy your stay. Enjoy your stay. Ich mach jetzt mal einen auf faul, ey. Da ist direkt noch ein Sidequest, was ich hab liegen lassen. Lightning in a Bolt. So, okay. Wir, das hier ist Cass City. Gehe ich von aus, ja. Was ist Uludag? Okay, liebe Leute. Ich bedanke mich bei euch allen recht herzlich fürs Einschalten und wie schon gesagt, mich würde es wirklich mal interessieren, mit was für Klassen zockt ihr so? Auf was für einem Level seid ihr? Wenn ihr mit Jedi oder mit Sith spielt, welche Farbe hat euer Lichtschwert? Ballert's mal unten in die Kommentare rein, würde ich mich sehr drüber freuen. Ich wünsche euch allen noch einen entspannten Dienstag, morgen ein schönes, entspanntes Bergfest und wir sehen uns im nächsten Video, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Peace out.